Hi, mein Name ist Simon und willkommen bei Daufsgebrücks. Ich habe euch heute das Lego Ideas Baumhaus Set mitgebracht, welches die Setnummer 21318 hat. Das Set kostet rund 200 Euro und hat über 3000 Teile mit 4 Minifiguren. Zuerst schauen wir uns bei dem Set mal so einen groben Überblick an, wie das Set so aussieht, was man auf den ersten Blick so sehen kann. Danach schauen wir uns noch ein paar Details des Sets an. Zum Schluss werfen wir einen genaueren Blick auf die Minifiguren. Und danach gibt es wie jedes Mal das Fazit. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Verschaffen wir uns zunächst einen groben Überblick über das Gebäude. Hier unten befindet sich ein Essplatz für die Familie. Eine Treppe führt nach oben zu den drei Gebäuden, welche rundherum über verschiedene Level am Gebäude montiert sind. Hier befindet sich ebenfalls noch eine Schaukel, wo die Kinder schaukeln können. Hier am zweiten Gebäude sozusagen befindet sich ein Flaschenzug, Aufzug mit Kurbel, welcher einen Korb mit Lebensmitteln nach oben befördert. Mein Verbesserungsvorschlag für das Set wäre, dass hier noch eine kleine Plattform wäre, denn wenn man so wie jetzt hier den Korb nach ganz oben gekurbelt hat und den dann ausladen möchte, fehlt hier sozusagen so eine kleine Abstellfläche für den Korb. Hier unten verläuft noch ein Fluss direkt am Baum vorbei und hier ist noch eine kleine Hängebrücke, die das Gebäude 2 und 3 miteinander verbindet. Wie bereits erwähnt, ist hier vorne der Essplatz der Familie mit einem Tisch und Kerzen. Direkt daneben geht die Treppe nach oben zum ersten Gebäude. Hier vorne ist auch noch ein Vogelhäuschen mit kleinem Vogel zu sehen. An dem Baumhaus hängt auch eine Schaukel, die auch richtig schaukeln kann, mit einer Minifigur sicherlich etwas. Gerade wie so ohne. Direkt neben dem Baum verläuft ein Fluss. Dann ist hier noch eine sehr, sehr schöne Blume dargestellt und ein Print als Anspielung auf den Designer dieses Sets, der den Ideas-Entwurf eingereicht hat, Build Your Dreams K.F. Und hier auch noch ein kleiner Topf, in dem vermutlich Suppe oder etwas Ähnliches gekocht wird. Kommen wir zum oberen Teil des Gebäudes, welche über die Treppe zu erreichen ist. Die Gebäude sind, wie man sehen kann, sehr ähnlich gestaltet. Die Wände sind in Nougat gehalten, welche den Holzlook nachahmen sollen, und die Dächer sind in dunkelblau mit ein bisschen hellblau gehalten. Zwischen Gebäude 1 und 2 ist hier so eine Gap. Im zweiten Gebäude ist hier der Flaschenzug montiert. Das zweite und dritte Gebäude wird mit dieser Hängebrücke miteinander verbunden, die ich einmal etwas näher zeigen werde. Finde ich sehr, sehr gut entworfen ist und auch sehr, sehr schön zu bauen ist. Das dritte Gebäude ist ein bisschen höher. Das Kinderzimmer auch und hat hier einen kleinen Balkon mit diesem Fernglas. Bevor wir zum Inneren der Gebäude kommen, wollte ich euch noch ganz kurz zeigen, wie man auch dorthin kommt, da ich das gerade eben vergessen habe. Und zwar kann man hier diese Baumkrone ganz einfach abnehmen. Die ist mit zwei Technikpins befestigt, wie man hier sehen kann. Dann hat man die Baumkrone hier so in der Hand, dass ihr mal seht, wie dicht oder nicht dicht diese Baumkrone auch ist. Ich mal zur Seite. Dann hat man hier das Gebäude oder das Baumhaus sozusagen frei und Zugriff zu den
Häusern. Da kann man Dächer einfach abnehmen. Die haben hier auf der Unterseite, ich hoffe, man sieht es auch ein bisschen, unterschiedliche Farbmarkierungen. Einmal beige, grün und rot, die dann auch auf den Oberteilen der Häuser wiederzufinden sind, damit man dann die Dächer auch wieder zuordnen kann, da die Häuser natürlich alle zwar sehr ähnlich, aber doch etwas anders geschnitten sind. Kommen wir zu den Details im Inneren der Gebäude. Das erste Gebäude ist das Elternschlafzimmer mit großem Doppelbett, einem kleinen Fernglas, Kommoden. Hier ist auch eine Anspielung auf das Lego Ideas Set Schiff in der Flasche zu sehen. Ein Schminktisch mit angedeutetem Spiegel. Und hier ist die Eingangstür mit Fußmatte. Das zweite Gebäude hat ein Wasserfass, um Wasser darin zu lagern, damit hier diese Duschbadewanne gespeist wird, die auch sehr schön gestaltet ist, eine Toilette. Und hier auf der anderen Seite ist noch ein Waschbecken zu finden. Das Kinderzimmer wird über die bereits mehrfach gezeigte Hängebrücke, die ich einfach genial finde, erreicht. Hier draußen ist ein kleiner Balkon mit diesem Fernglas. Das Kinderzimmer besteht aus einem Doppelbett, ein bisschen Spielzeug auf dieser Seite und einer Blume im Glas auf der anderen Seite. Wie ihr ja bereits sehen konntet, ist mein Baum in herbstlichem Gelb gestaltet. Ich habe mich gerade eben noch dazu entschieden, den Baum auf Sommergrün umzubauen. Ich werde dabei die Zeit nehmen, dass ich euch auch sagen kann, wie lange der Umbau dauert. Das Ganze sieht man auf Seite 358 in der Anleitung. Sieht man hier, glaube ich, ganz gut. Die beiden Sets, wie sie dann in der anderen Farbe aussehen. Ich baue das jetzt schnell um und dann sehen wir uns zum abschließenden Fazit. Nach knapp 25 Minuten haben wir nun einen grünen Baum vor uns stehen, welcher ebenfalls sehr, sehr schön aussieht. Ich habe das Set damals im Herbst gekauft und dann direkt mit dieser Herbstbelaubung zusammengebaut. Das heißt, ich sehe es jetzt auch zum ersten Mal in dem grünen Farbton. Was mir als erstes auffällt, was mir durch das Gelb leider nie so aufgefallen ist, dass jetzt natürlich diese Bodenplatte in grün viel besser dazu passt. Ich muss auch sagen, dass mir das Set weiterhin sehr, sehr gut gefällt. Ich aber ein größerer Fan dieser Herbstbelaubung bin. Insgesamt muss ich trotzdem sagen, ist das weiterhin, oder auch durch diese Varianz, die man dadurch natürlich bekommt, dass man ja, man kriegt keine zwei Sets, aber man hat die Möglichkeit, sein Set etwas anzupassen, sicherlich eines der besten und schönsten Sets ist, die Lego momentan in seinem Sortiment hat. Für mich persönlich ist es das schönste Set, vielleicht sogar das schönste Set, das Lego jemals in seinem Sortiment hatte. Es bietet sehr viel Abwechslung im Bau, hat sehr, sehr viele Details, vor allem was die drei Hütten angeht, die zwar sehr ähnlich sind, aber doch etwas anders jeweils im Innenleben.
Das macht das Set einfach zu einem riesengroßen Bauspaß. Das Einzige, was negativ zu nennen wäre, sind die Blätter, die natürlich ineinander gesteckt werden müssen. Und das ist natürlich sehr, sehr eintönig. Ich habe jetzt 25 Minuten gebraucht. Sicherlich ist es auch relativ guter Zeitwert, den man so ungefähr braucht. 25 Minuten, eine halbe Stunde nur für Blätter ineinander stecken und in Äste montieren ist natürlich etwas eintönig. Ich hoffe, euch hat aber dieses Video von mir gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst, wenn ihr mein Video liked und folgt mir auch gerne auf Instagram für mehr kleine Reviews. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.